Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 2. Das sage ich jetzt immer, Jake. Bei der zweiten Folge oder so habe ich das vergessen. Ja, da habe ich dich darauf hingewiesen, dass du das vergessen hast. Genau, ich wollte es auch gerade wieder anmerken, aber dann. Haha, dann habe ich zwei gesagt. Genau. Ja. Das letzte Mal haben wir Flynn Raider oder so, wie der heißt, getötet und jetzt sind wir auf dem Schiff. Wieder mit Sarah und Jake. Servus. Also, gut. Ich sehe gerade, da hinten sind ein paar Truhen oder ein paar Dinge. Dip. Wir da nochmal hin. Ja, da ist nix. Da war aber was. Ja, vielleicht. Hat der Claptrap eigentlich sein Schiff jetzt so gefahren, dass es mitten in dem Eis drin ist und jetzt wahrscheinlich am Ende wieder irgendwie raus? Ja, das wäre typisch Claptrap, ja. So. Sieht irgendwie so aus. Okay. Wir haben dann alle einen Flammenwerfer und eigentlich müssten wir dann das Schiff aus dem Eis befreien und was machen wir? Wir werden uns wahrscheinlich dann gegenseitig töten. Okay, dann gehen wir mal los. So, wir müssen uns ein Fahrzeug holen. Eine Waffe. Wir haben viele neue Fahrzeugskins. Oh, guck mal, da ist ein Pieker. Oh, die haben mich schon getroffen. Ja, wenn du schießt, dann sehen die dich natürlich. Du hast noch gar nicht geschossen. Die sind schon gekommen, bevor ich geschossen bin. Bumm. Oh, die halten ja ordentlich aus. Ja, jetzt sind wir im nächsten Level quasi. Ja, die halten zwei Schüsse von meiner Schrotflinte aus. Hui. Ich wollte mit der Schrotflinte auch die Zielmotor haben, dass die mich nicht treffen. So. Dann mal weiter. Ja. Ich dachte gerade, du hast eine geworfen, das schon mal ein bisschen gemacht und unnötig. Ah, noch mehr. Ich hab ja voll viel Geld. Das ruckelt gerade voll bei mir. Ja? Wow. Ich hab auch gerade mit der Schrotflinte irgendwie übelst die Probleme. Ja. Ich hab dich gerade nur voll abgehackt. Übelst das Problem. Jetzt wechsel mal. Dankeschön. Irgendwas stimmt gerade. Lukas, bei dir auch gerade so was? Bei mir? Nee. Ja, ich hab die Grafik ein bisschen höher gestellt. In der Pause, während wir auf dich gewartet haben, aber. Es läuft auch flüssig soweit, aber es ist so mit der irgendwie. Meine Waffe verzieht so krass. Also schon vor am Schuss und ich bewege aber meine Hand nicht. Ja, dann würde ich es wieder zurück tun. Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass ich geschlagen wurde von den. Wer hat dich geschlagen? 193er Schild. 193? Ja, 193 Schildkapazität. Wir jetzt alle erstmal schauen, was wir schaffen. Ja, okay, aber ich habe irgendwie gedacht, der wäre noch krass viel besser, aber der andere war. Wie war der andere? 75. Hat irgendjemand von euch Verwendung für ein 75er Schild? Ja. 175 meine ich, nicht 75, 175. Ja. Ja, ich habe 61, also 161. Dann kriegst, Tobi, dann kriegst du mein altes. Ja. Weil ich habe 169. Okay. Wie hier fröhlich getauscht wird. Ja, da, machen wir doch immer so. Das Beste bekommt der Jake, dann das Zweite bekommst du. Ja, bitteschön. Dankeschön. So. Ich habe meinen Sniperplatz, aber das bringt nichts, weil hier niemand ist. So. Guck mal. Warte, Jake, warte. Wir müssen jetzt hier unsere Autos machen. Für dich generieren. Probier es aus. Leb wohl, mein Freund. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Für den Kapitalismus. Wow,
Versuchst du mein Kids Ride zu hacken? Uncool, Bruder. Uncool. Wozu braucht man eine Information, wenn man Stil hat? Okay, ja, jetzt müssen wir den erstmal freischalten. Und zwar, das machen wir da drin. Ah, ich erinnere mich. Ich nicht, aber ich habe soweit auch noch nicht gespielt. Okay, dann viel Spaß. Ich bleib hier draußen. Dankeschön. Guck mal, der ist ein Typ. Na, ich dachte, die Stelle wäre besser. Aber ist sie gar nicht. Au! Au, ich kann mich nicht bewegen. Ah, scheiße. Die Selbstmord-Boys mit den Granaten sind scheiße. Mann, wie war das denn? Wow. Ah, alles klar. Ja, das war gerade ein bisschen scheiße. Du, Flo, sag ich. Ja, ich kann. Ich glaube, du musst uns retten. Ah. Weil hier. Danke, das habe ich gebraucht. Leute, ich stehe die ganze Zeit hier und belebe wieder und die treffen einfach nichts. Krass, das ist scheiße. Ja. Das Problem macht echt keinen Spaß. Ich hab ihn noch getötet. Nee, das. Oh, das war ich. Schieß weiter. Ja! Was passiert hier? Scheiße. Ach, genau. Wenn ich wieder fliege, würde ich sterben natürlich. Ich bin da. Hey. Granate fliegt! Schütz auf dem Feld! Das war so lustig, du hast gerade gesagt, so Granate fliegt und der Typ so, was? Ah, scheiße. Ja, bei mir hat er gesagt, ich jetzt mal hier. Aber schließ den Adapter an das Catcher Ride an, dann besorge ich dir ein Gratisfahrzeug. Hier ist Health Point. Ja, schon klar. Mein Geld. Hier ist Money. Ja, das war doch mal was, oder? Ja, guter Anstand. Geht auf jeden Fall schon gut los hier. Ja, vor ein paar Typen müsst ihr aufpassen, die rennen einfach zu euch hin und sprengen sich selbst in die Luft. Ja, das haben wir mitgekriegt. Achso, das war das. Ja, das war dann das, wo wir dann da waren. Und dann. Das Blöde war, ich wollte gerade ihn in die Kugel sperren und so ungefähr eine Millisekunde davor hat er sich selbst gesprengt. Waffen. Hier ist. Oh, die sind gut. Genau, ja. Könnt ihr nehmen. Ja, oh. Doch. Ich glaube. Ich freue mich. Nein, falsche. So. Gut, ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Gut. Ah. Kommst du? So. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Warte kurz, ich hacke das Catch a Ride. Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento Taco, ein Pimentaco im Handschuhfach. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug an. Cool.
So. Fahrzeug spawnen. Sarah, wir nehmen. Du willst wahrscheinlich den Raketenwerfer, oder? Ja. Ja! Raketenwerfer! Oh, wir nehmen Kargummi. Wir nehmen ein schwules Auto. Okay. Oh, aber. Na, okay. Mann, ist es hübsch! Ein echter Charmeur. Du solltest dir jetzt an jeder Catch-a-Ride-Station ein Fahrzeug besorgen können. Jack, du musst dir selber eins holen. Nimm dir eins und spring über die Schlucht. Was? Ich nehme da mal das untere. Was? Zum Fahrzeug teleportieren. Was war das denn? Der Check auch, okay. Na, scheiß drauf. Alter! Du steuerst dich ja übel behindert. Ja, du lenkst quasi mit deinem, mit dem. Also entweder immer mehr Anlauf. Sehr schlechter Auffahrer, was. Gott, ist korrekt. Ups! Fahrzeugsteuerung ist einfach ziemlich schlecht. Warte. Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Finde Roland. Mann, irgendwie. Ich bin voll leid. Der Handsome Jack die Stirn geboten und überlebt hat. Den anderen Weg fahren nicht so. Manchmal beneide ich euch, weil ihr seid so frei von der Intelligenz, Moral, Kultur, Ehre, Ehrgeiz, gutem Aussehen. Ich könnte noch weitermachen. Lenkfähigkeit macht nicht reicht. Ja. Fast hätte ich Würde vergessen! Ja, ich dachte, das ist ja. Was ist dein Würde? Würde ist ein Nomen, das bezeichnet man. Wuhu! Sorry. Jack, hier. Jack. Bin ich vorbeigefahren? Yep. Ja. Ah. Lass uns rein, du Idiot! Wir killen euch alle miteinander! Er fährt gegen uns und will an die Fahrt. Das war hauptsächlich Das ist der Anfang von den Kriegsgeräuschen! Alle! Meine Maus ist drin. Für eine Cocky-Vorstellung! Da ist doch noch einer. Wirst du winseln, wenn ich dich wegblase? Oh. Ich glaub nicht! Nicht so! Oh, ich bin irgendwie ziemlich, low. Ja. Was muss man an diesem Terminal hier machen? Warten. Aber hier steht Sprechanlage benutzen. Ja, dann tu. Ja, kannst du machen. Gibt's denn noch irgendwo Leben? Glaub nicht. Oh, du bist fast tot. Nee, aber hier kommen wir jetzt in die Stadt rein. Oh, die Stadt ist so cool. Bist du. Warte, muss noch. Neues Level. Ich bin ganz oben. Cool. Hallo! Ja. So wie deine Dienstbeschwörung. Meiner wollte nur ausdrücken, wie erstaunt er ist, dass du da oben warst. Deswegen wolltest du also die pinke Karre, ich verstehe. Ja. Okay, dann machen wir mal weiter. Niemals nach Sanctuary rein, ihr Skecklecker! Oh, Moment. Ein Kammerjäger? Augenblick! Roland will mit dir reden. Ich werde ihn per Echo rufen. du bist also derjenige, von dem man so viel im Äther hört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Wir plaudern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Bring Reese nach Sanctuary. Dann bist du einer der Raiders.
Okay. Roland, wir können Raider sein wollen. Gut. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. Leute, hier spricht Handsome Jack. Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wegen dieser Erdbeben nicht die hübschen Köpfchen zerbrechen braucht. Mit jeder Erschütterung kommen meine Bohrer der Kammer näher und das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns alle. Außer für euch Arschgesichter in Sanctuary. Er hat uns Arschgesichter genannt. Nein. Oh, was war das? Ich hab gerade dieses Viech überfahren. Ist klar. Oh, warte, ich muss einen stechenden Kaktus töten. Was seid ihr jetzt eigentlich? Wo bist du denn? Wenn du auf Tab drückst, dann siehst du die Karte. Wo kommt der denn her? Beschäftigt mit dem stechenden Kaktus. Seid ihr dahinter gekommen? Fahren. Nein, Tobi! Was machst du? Ich überfahre ihn. Überschlag. Oh, chill, ich kann einfach beide gleichzeitig. Hätte mir das gut auffallen können. Was ist echt? Na dann. Dann wollen wir mal weiter. Ich habe dem Platzschatz den Energiekern aufgejagt und die Brücke gesprengt. Aber ich will getroffen. Ich lese hinter Mellow Fields ab. Ah! Reese steckt in Schwierigkeiten? Mist, wir sind ohnehin schon dünn gestreut. Finde ihn, Soldat. Aus dem Weg! Au, warum machen die Bäume Schaden? Das sind so Blitzbäume. Weil es ein stechender Kaktus ist. Und die sind irgendwie elektrisch, oder? Okay, wir müssen hier durch. Nein. Doch. Ach, Tobi. Ich will nicht gehen, ich will fahren. Können wir nicht darüber? Nee, das ist abgesperrt. Sehe ich, ja? Ja, ich hab's schon oft versucht. Oh, okay. Sarah, hinter dir. Ah, doch nicht. Ich glaube, er mag dich nicht, aber wirf dich mit einem Stein. Das ist ein interessantes Spiel. Mich auch. Hey, nächstes Level. Wiedersehen. Au! Au, 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 au. Na! Los mit dir, ey. Teamwork verpflichtet. Jawohl. Unser nächstes Level. Dankeschön, ich brauch das. So. Verdammte Blattschatz, es sind zu viele. Wenn mich jemand hört, ich brauche Hilfe. Yes, Heilung. Es gibt so viel zu lernen. Ich muss mal ganz kurz hier. Ne? Mhm. So. Gut. Weiter. Nee, der Check ist noch nicht so. Achso. Doch. Also. Ja? Ich bin total bereit, allzeit bereit hier. Allzeit bereit. War noch nie so bereit wie heute. Ja. Letzte Woche. Meine Mami ist weg. Warum? Du bist meine echte Augenweide. Ach komm. Hier ist noch ein 155 Schild. Sarah, 175 Schild, 175 Schild, 14 Ladegeschwindigkeit.
und 5,88 Ladeverzögerung. Aber ich hab doch... Ja, dann nimm's doch nicht. Dann nehm ich's. Warte kurz. Oh, ich will auch so einen Helm wie der. Kann man Helme aufsetzen? Nee, leider nicht. Oh. Es sei denn, du heißt Zero. Na, Tobi, kannst du... Meinst du es besser? Er liegt. Okay. Kannst der Typ sieht irgendwie... Bist du mitgenommen aus? Ja. Da kam er, Jäger. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so viel Action wert bin. Au! Dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Oh, scheiß Vögel. Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern nach Sanctuary. Hat er gerade gestöhnt, weil der Vogel auf ihn draufgefallen ist? Nee, der hat nur gehustet. Weckt mich, wenn ich nicht mehr. Warum beschleunigen die so krass? Reese ist tot? Verdammt, er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Und er war ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte so gewollt. Mit Vergnügen. Als Aussicht hast du einen Gebietswegpunkt. Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Okay, jetzt muss ich nachladen. Kann dieser scheiß Vogel nicht mal landen, ey. Es wird so viel einfacher machen, ihn umzunieten. Hm. Ich frag mich auch, wie so ein Vogel an Pistolenmunition kommt. Aber gut. Ja, die fassen hier alles. Hat mich ja. Gegessen. Geld, Munition.